Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespielt. XXL, ja, XL, XXL, keine Ahnung. Also so viele Spiele, wie auf jeden Fall auf dem Plan sind, ist es ein XXL. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das im Februar nochmal so hinkriegen, dass so viele Spiele auf dem Plan sind. Für mich heißt es ja nur wahnsinnig viel Arbeit. Für euch heißt es Tee nehmen, Kaffee nehmen, Keks holen und sich hinsetzen und genießen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video, ja, und dann legen wir auch schon los. Nicht viel schnacken, denn viel wird jetzt besprochen. Und ab! Wir haben Anfang des Jahres, sozusagen so am 1. Januar im Grunde, uns mit unseren Freunden noch getroffen, weil da ging es noch. Und dann haben wir endlich die Blutige Herberge gespielt. Denn die Blutige Herberge haben wir immer noch zu zweit gespielt. Und ich finde, dieser Mechanismus ist einfach so cool. Da kommen Leute in eine Herberge und wir versuchen halt, entweder sie dazu zu bekommen, dass sie bei uns sind, oder wir werden sie töten und müssen dann aber auch im Laufe der kurzen, wirklich knappen Runden versuchen, diese zu beerdigen, weil es gibt halt Leute manchmal in der Herberge, die vielleicht so eine Art Polizist sind. Und die ermitteln dann natürlich, und wenn wir die nicht unter die Erde gebracht haben, die entsprechenden getöteten Leute, dann müssen wir dafür Strafe zahlen. Dann kommt nämlich einer aus dem Dorf, der uns, den mit seiner tatkräftigen Unterstützung unter die Erde bringt, und dafür müssen wir bezahlen. Der Mechanismus ist eigentlich ziemlich cool, weil alles steht auf diesen Karten. Man muss sich nur einmal im Kopf wirklich überlegen, was mache ich denn jetzt mit dieser Funktion? Nutze ich die jetzt für meine Hand oder spiele ich die aus oder sonst was? Und das ist echt ziemlich cool und ziemlich raffiniert, muss ich sagen. Auch mit den Siegpunkten finde ich auch wieder so eine krasse Sache. Man kann nur 40 Siegpunkte machen, man kann aber, wenn man dran ist, auch einmal so das so ein bisschen abziehen, so dass man Kredite sich nimmt oder Geldscheine, wie auch immer. Und diese sind dann die Siegpunkte und man könnte dann wieder neue sammeln. Das muss man aber erst in den Kopf bekommen, damit es überhaupt funktioniert. Es gibt aber auch, ja, Leute, die in diese Herberge kommen, die kann ich einkaufen, aber mit der Funktion muss ich sie nicht abgeben. Ich hoffe, ihr versteht es. Relativ easy, aber recht cool ist das Ding auf jeden Fall. Wir haben es gespielt, hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und vor allem waren alle dabei und haben gedacht so, wie jetzt? Ich kann nur diese Aktion noch machen, dann ist die Runde schon vorbei. Ja. Und dann denkt man sich so, wow, das geht so schnell und ist trotzdem nicht so einfach. Blutige Herberge finde ich immer noch ein richtig gutes Spiel. Macht wirklich viel Spaß. Ich bin froh, dass wir es mal auf der BerlinCon auf dem Flohmarkt gefunden haben. Denn da ist auch noch eine Erweiterung bei. Das werden wir vielleicht, wenn wir uns mal wiedersehen, dann auf den Tisch bringen und nochmal spielen. Weil das ist ein Spiel, was man auf jeden Fall nochmal spielen kann. Und wir haben es ja so zur Silvesterzeit mehr oder weniger gespielt. Das fand ich irgendwie sehr passend. Ja, und deswegen kommt es hier nochmal auf den Tisch, weil die Blutige Herberge ist leider vergriffen, soweit ich weiß. Wenn ihr es bekommt, dann nur noch über Zweit- oder Dritthände. Wir haben es auch gebraucht bekommen. Ja, hier steht jetzt nichts, weil wir ein Spiel gespielt haben. Das blende ich jetzt ein. Call of Adventure. Tja, Call of Adventure sieht schon ziemlich cool aus. Wenn ihr hier genau hinguckt, dann seht ihr auf der einen Seite so ein bisschen so diese helle Variante, auf der anderen dieses dunkle. Und ich war da auch wirklich total heiß drauf, das zu spielen, weil es hört sich so an, als würde man so einen Charakter erschaffen, als würde man halt Abenteuer erleben mit diesem Charakter, der halt, ja, den man halt irgendwie so ein bisschen selbst gestaltet. Tja, wir gucken uns das Spiel an, unsere Freundin hat die Regeln gelesen und als wir dann anfangen wollen zu spielen, waren 1 Million Fragen auf dem Tisch. Und die Regeln, das ist das Problem an manchen Spielen, das ist auch bei diesem Spiel wieder das Problem, sind leider nicht eindeutig. Ja, muss man einfach sagen, man kann es spielen, aber man ist natürlich, wenn man halt so ein Regelfuchs ist und versucht halt wirklich alle Regeln auch komplett zu durchdenken oder auch zu verstehen, dann denkt man sich so, was ist das? Warum macht man das so? Warum schreibt man die Regeln so schlecht, dass man sich wirklich andere Videos angucken muss, um zu verstehen, ob man das richtig verstanden hat oder wie die das machen? Und das macht keinen Spaß.
Es ist ein schönes Spiel, es hat ein tolles Artwork, es hat auch einen richtig coolen Mechanismus, und zwar haben wir Runen. Und diese Runen werfen wir, um halt Funktionen auszulösen. Also wirklich, wirklich richtig cool, macht Spaß. Aber diese Runen, hatte ich den Eindruck, waren dann auch irgendwie so, ja, ganz, ganz selten haben wir mal das nicht geworfen, was wir brauchten oder was wir nutzen wollten. Wenn mit diesen Runen kaufen wir Karten ein und diese Karten liegen halt in einer Reihe unten. Und wenn wir diese Karten gekauft haben, dann müssen wir die halt anlegen und damit schalten wir wieder neue Funktionen frei und so weiter. Also wirklich ein schönes Spiel, aber die Regeln sind unterirdisch geschrieben. Und viele, viele Fragen waren dann immer noch so offen, wo wir gesagt haben, so, ja, dann lass es uns so spielen. Ich finde es zwar blöd, es macht auch keinen Sinn. Warum kann ich, wenn der andere jetzt eine neue Reihe aufmacht, warum kann ich nicht eine Karte dort kaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann doch im Nachgang immer noch, aber nein, es bleibt versperrt. Ich habe nicht die Möglichkeit, die ersten Karten, die dort aufgedeckt wird, mir wirklich meine persönliche wichtige Karte für meine Ziele am Ende des Spiels zu kaufen. Und ich dachte mir so, nein, es ist doch mein Problem, dass ich so viel dort ausgeben muss und nicht so wenig wie in den unteren Reihen. Und das sind so diese kleinen Sachen, wo ich einfach denke, schade, 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 es ist ja kein teures Spiel und trotzdem ist es kein Spiel, was wieder auf dem Tisch bei mir landen wird. Dann haben wir auch noch Dragons gespielt und Dragons ist eigentlich ein richtig cooles Spiel, aber es ist halt einfach nur so eine Art Schätzspiel, ja. Also wir haben eine Auslage in der Mitte, wir überlegen uns, welche Karte wir auf welchen Stapel spielen. Da gibt es eigentlich auch gar keine wirkliche Regel, ich kann es machen, wie ich will, ich kann immer auf den gleichen Stapel werfen, aber irgendwann sagt irgendjemand, ich höre auf und nehme den Stapel. Das bedeutet, ich setze mein Drachen da drauf dann und dann ist es geblockt. Ja, das ist dann sozusagen mein Stapel. Die anderen spielen weiter und legen ganzen Karten, die man aufgeteilt hat, irgendwann wieder ab. Und das Problem ist, der Vorletzte und Letzte sind so wirklich diejenigen, die ein Battle geben, wann hört der Erste auf. Diese Karten, die wir da hinlegen, haben alle Funktionen, unterschiedliche Siegpunktmöglichkeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Ring habe, dann darf ich nur diesen einen Ring als Karte haben. Hat mir natürlich jemand einen zweiten Ring auf diesen Stapel gepackt, bevor ich diesen Stapel nehme, tja, dann ist der 0 Punkte wert. Und so hat man auch Rüstungsteile, die man sammeln kann, wo man halt mehr Punkte bekommt, wenn man 5 Rüstungen hat. Aber das muss man im Blick behalten und das bei den ganzen Kartenstapeln ist für mich auf jeden Fall zu schwer. Ich habe dann eigentlich immer nur so ein bisschen geschätzt und überlegt, so, das könnte eigentlich ganz gut jetzt sein, jetzt Stopp zu machen und mir diesen Kartenstapel zu sichern, bevor wieder die anderen damit anfangen. Es ist ein schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es auch wieder spielen, aber es ist jetzt kein Spiel, was ich unbedingt haben muss. Denn es ist halt, ja, also es ist wirklich eine persönliche Meinung. Es kann halt wirklich, es ist ein schönes Familienspiel und es kann halt für viele auch wirklich super cool entspannt sein, einfach Karten raufzuschmeißen und irgendwann zu Stopp zu sagen und dann sammelt man das über die Runden und dann vergleicht man, wie viele Karten von was habe ich. Habe ich eine Mehrheit von den anderen Spielern? Habe ich vielleicht diesen einen Ring? Und vor allem muss ich auch Tiere sammeln, also, weil ich muss ja auch essen und das ist dann auch wieder so ein bisschen, ja, habe ich keine Kühe, brauche ich auch Schafe und Kühe, sonst bin ich eh raus, dann verliere ich, wenn ich keine von denen habe, komplett die Runde und werde gar nicht gewertet. Das ist immer der am wenigsten davon hat. Also, es ist völlig in Ordnung und nett und ja, wer da Lust hat, sollte da mal reinschauen. Multi-Universum ist ein wirklich feines kleines Spiel, was wir uns mal bei der Berlin Brettspielcon auf dem Flohmarkt gekauft haben und ich fand es irgendwie so total ansprechend. Es ist ein mega cooles Artwork da drauf und wir sind eigentlich nur Forscher. Wir spielen hier nicht komplett gegeneinander, haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, sondern wir können eigentlich nur für uns forschen und wir wollen der beste Forscher sein, ganz einfach. Und wir untersuchen die Paralleluniversen und versuchen die entsprechenden Risse
für uns zu beanspruchen. Und das tun wir mit Karten. Denn auf unseren Karten ist auf der linken Seite immer die gleiche Agenda von Symbolen und auf der rechten Seite ein besonderes Symbol angegeben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit diesen Symbolen zu arbeiten, denn wir laufen nur auf den entsprechenden Kondensatoren mit den Farben rum und können dann diese Kondensatoren auch nutzen, wenn wir die entsprechende Farbe auf unserer Karte haben. Ja, das bedeutet, da habe ich jetzt einen gelben Kondensator, wo ich draufstehe, kann ich halt auch nur diese Karten nutzen, um die Funktionen davon zu nutzen mit der Farbe. Ich habe auch die Möglichkeit, diese Karten einzuspeichern, um eventuell in den Rissen die entsprechenden Karten mir zu sammeln, die natürlich Symboliken haben und die ich dann im Grunde dafür aufwende. Hört sich kompliziert an, ist es auch, außer man hat es verstanden. Denn die Bewegung vom Kondensator zu dem anderen ist total egal. Also da gibt es jetzt nicht, oh, ich kann nur zwei Schritte nach rechts oder einen Schritt nach links. Das gibt es da nicht, sondern ich kann mich beliebig weit bewegen. Aber ich versuche ja, den entsprechenden Riss für mich zu bekommen. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Reagenzglas ist und, keine Ahnung, eine Laserpistole, dann brauche ich das als gespeicherte Karten schon, weil sonst kann ich den Riss nicht für mich beanspruchen. Sonst stehe ich da und denke mir so, ja, gut, muss ich noch eine andere Karte mir erst speichern, dann ist der andere Spieler dran. Also von daher, ihr merkt, das ist eigentlich ein recht schnelles, aber auch sehr taktisches Spiel. Und vor allem, man muss wirklich in den Kopf reinkriegen, wann ich diese Karten überhaupt spielen kann. Weil wenn der Kondensator da ja gar nicht die entsprechende Farbe hat, spiele ich zwar die Karte, aber sie funktioniert nicht. Ja. Und das war am Anfang wirklich schwer, das so in den Kopf zu bekommen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wahnsinnig cooles Artwork, macht echt unglaublich viel Spaß und es ist wieder so eine kleine Schachtel, so eine Wundertüte an Spielspaß. Multi-Universum. Ja, irgendwie war da so die Tage, wo ich ein bisschen deprimiert war und meine Freundin hat gesagt, ach, dann lass uns doch mal wieder mal eine Runde die Zwerge zu zweit spielen. Und ja, die Zwerge zu zweit funktioniert genauso gut wie mit 5 Leuten. Ich muss immer wieder sagen, die Zwerge ist halt ein richtig gutes Spiel, ein richtig schönes, altes, gutes Spiel, was nicht aus der Mode kommt, weil wir einfach hier eine richtig coole Story auch haben, die immer wieder neu ist und wir auch einen super genialen Mechanismus haben mit diesen Legeplättchen. Denn diese kleinen Legeplättchen tauchen immer an bestimmten Punkten auf. Wir haben unsere Funktion als Zwerge, wir müssen halt irgendwo hinreisen, wir müssen irgendwas irgendwelche Monster zerstören, die kommen aber nur als Holzwürfel daher, in den entsprechenden Farben, also Orks sind grün und Trolle sind schwarz und lila sind die Alvee. Und wir haben aber nicht nur das, dass die jetzt auftauchen und unser Land zerstören, sondern wir müssen halt im Laufe dieser Zeit versuchen, Aufgaben zu erfüllen, um uns erstens natürlich einen Vorteil zu verschaffen, zweitens natürlich, um dem Spiel, also das Spiel voranzutreiben, damit wir irgendwann zum Endgegner kommen. Ein Endgegner bei dem Grundspiel, meistens ist es die Feuerklinge. Die müssen wir schmieden und wenn wir die geschmiedet haben, kommt die letzte Karte zustande und das ist unser Hauptziel. Das wissen wir am Anfang nicht. Das bedeutet, wir spielen eigentlich unser Spiel voran, bis dann die entsprechende Karte mal auftaucht vom Stapel und wir dann sagen, oh, wir müssen dort und dorthin reisen, müssen das und das schaffen, dann haben wir gewonnen. Tja, und das ist halt wirklich, wirklich richtig gut, weil man setzt sich einfach hin, man lässt sich berieseln, man hat Karten, man hat Entscheidungen, wollen wir diese Karte abarbeiten, dann müsstest du jetzt dahin reisen, denn wir arbeiten ja zusammen als Zwerge. Es ist ein reines kooperatives Spiel und wir müssen halt wirklich gucken, schaffen wir unsere Missionen oder scheitern wir? Denn wenn dieser Ort oder das Land zerstört wird, dann haben wir irgendwann nicht mehr die Zeit zu gewinnen. Und das ist auch ganz einfach geregelt, indem auf der Zeitleiste der übermächtige Bösewicht uns entgegenkommt. Treffen diese Marker aufeinander, haben wir das Spiel verloren.
relativ easy, aber genial. Wenn ihr das aufbaut, macht es so viel Spaß, dass man das jedes Jahr mindestens zweimal auf den Tisch bringt und das wird nicht langweilig. Nicht langweilig wird God of War das Kartenspiel. Ich fand das bei der Spielemesse Essen 2018, 19, ich habe keine Ahnung mehr, wann. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Da hatten wir eigentlich, ja, sind wir so viel gelaufen, dass wir uns mal hinsetzen wollten. Ich mag dieses Cover. Ich habe das nie gespielt auf der PlayStation oder wo auch immer. Aber ich fand die Idee gut. Denn wir sind hier Helden, wir haben eigentlich eine Auslage von Karten und wir sind in einem kooperativen Kartenmodus. Das bedeutet, wir haben ein Deck von Karten, spielen diese und bekommen am Ende aber auch Karten zugeschanzt. Nämlich neue Karten, also drei Karten, die da liegen und wir denken uns so, ja, ich nehme die, was machst du? Ah, ich nehme die, okay, dann ist die andere Karte weg, alles klar. Wir kriegen ein neues, aufgepimptes Deck. Wie cool ist das denn? Also diese Idee ist einfach schon mal richtig genial. Ja, also das Einzige, was wir hier machen müssen, wir müssen versuchen, diese Geschichte voranzutreiben, denn die kommt in einem eigenen Kartendeck, was ausliegt. Wir wissen aber nicht, was da auf uns zukommt. Wir sehen die Monster, wir sehen einen Troll. Wollen wir diesen Troll nun angreifen? Ja oder nein? Wie machen wir das? Genau das ist das Problem. Also hier gibt es keine Regeln, die uns das sagen. Die Regeln stehen irgendwann auf den Karten. Und bis zum Schluss kann es manchmal sein, dass man nicht weiß, was man eigentlich machen soll, weil man nicht so wirklich weiß, was passiert denn dann. Schwierig zu erklären. Wir hatten ein Monster, ja, ein riesiges Monster über 6 oder 8 Karten. Und jetzt kann man seine Figur, seine Pappfigur, irgendwo an irgendeinen Strang hinlegen. Wir haben 4 ausliegen, das sind die Füße von dem Monster, der Schwanz von dem Monster und wir können uns auch hintereinander verstecken sozusagen. Also der eine kann hinter uns stehen. Wir können aber nur die Füße angreifen mit unseren Äxten. Haben wir einen Bogenschützen da, kann der auch nach oben schießen ins Gesicht oder in die Flügel. Aber das Problem ist, was greifen wir denn an? Wir greifen die Pfote an, wir treffen und drehen die Karte dann um. Und da steht dann drauf: Ja, du hast keine Chance, die Pfote zerquetscht dich und du verlierst 4 Lebenspunkte. Dreh die Karte sofort wieder um. Boom. Und wir so, was ist das denn? Dann greifen wir den Schwanz an. Dann werden wieder Karten ausgespielt von unserem Kartendeck, wo wir sagen, so, wow, cool, das können wir jetzt machen. Dann wird das angegriffen. Bam, der Schwanz zuckt zurück. Du erleidest Gifttreffer und die Karte wird wieder umgedreht. Und das ist das Problem an dem Spiel. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß, aber man muss sich darauf einlassen, dass man nicht weiß, was man eigentlich zu tun hat bis zum Schluss. Geschah. Wir hatten Zeit und das lag lange da, um endlich gespielt zu werden. Aber nicht, weil wir Star Wars Rebellion wieder spielen wollten, nein, wir wollten Star Wars Rebellion, die deutsche Ausgabe, die Erweiterung, Aufstieg des Imperiums spielen. Tja, und das hatte ich geschenkt bekommen und es wurde gesagt, dass halt das sehr, sehr cool und schnell und taktisch und weiß ich was ist, diese Erweiterung. Es gibt natürlich auch ein paar neue Figuren dazu, es gibt neue Raumgleiter dazu, alles, ja, seht ihr, ne, ja. Nun haben wir da gesessen, haben alles aufgebaut und das ist schon bei Star Wars Rebellion so ein Fall für sich, weil da braucht man eine Stunde, um alles aufzubauen. Und dann lag es erstmal da und wir haben dann gesagt am Ende oder am Abend, okay, dann lass uns jetzt mal anfangen. Man sollte relativ früh anfangen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir 4 Stunden oder 5 Stunden da dran gesessen haben. Ungefähr so in dem Dreh. Ich wollte es mir eigentlich aufschreiben, aber ich glaube, es waren auf jeden Fall 4 Stunden, was schon ein episches Spielerlebnis ist. Tja, und was muss ich jetzt sagen? Ja, ich mag Star Wars Rebellion, aber ich bin richtig gefrustet gewesen und ich glaube, in den nächsten halben Jahr brauche ich Star Wars Rebellion nicht mehr auf den Tisch packen, denn ich habe hier sowas von dermaßen aufs Gesicht bekommen und dazu muss man sagen, ich habe das Imperium gespielt. Für alle, die Star Wars Rebellion nicht kennen, ganz kurzer Abriss. Wir spielen das Imperium gegen die Rebellen. Die Rebellen haben sich versteckt. Das Imperium weiß nicht wo und wir versuchen mit unserer Ausbreitung von allen Schiffen und Bodentruppen und AT-AT, AT-ST, Raumgleiter, X-Wing und so weiter, versuchen wir uns also anzunähern und die
die Rebellen mit ihren X-Wing und Y-Fighter und weiß ich was versuchen uns zu verteidigen. Aber natürlich haben sie eigentlich keine Chance. Ohne diese Packung haben sie auch keine Chance. Mit dieser Packung habe ich den Eindruck, haben sie eine große Chance. Es wurde recht gut wieder gemacht. Es gibt neue Würfel in dieser Packung, aber die haben jetzt gar keine große Auswirkung. Es werden Kampfkarten ersetzt. Und diese Kampfkarten können einem alles versauen. Das ist ein großes Problem, habe ich den Eindruck. Denn wenn wir ohne die Erweiterung gespielt haben, war es wirklich so, das Imperium greift an und zerstört und zerstört und zerstört. So wie man es eigentlich kennt, dass die Rebellen wirklich die Chance nicht haben zu gewinnen. Außer sie haben halt irgendwelche geheimen Pläne, unterwandern das Ganze und versuchen das zu tun, was sie können. Nämlich leise irgendwelche Sachen zu kapern und dadurch Siegpunkte zu generieren. Ich habe sowas von keinen Bock auf die Rebellion gerade. Ja. Endlich nach 3 Jahren. Das war eins der ersten Brettspiele, die wir in unserem Brettspielgeschäft gekauft haben. Als wir so das erste, zweite, ich glaube sogar das erste Mal da waren, haben wir das mit eingepackt, weil es sieht aus wie ein Buch. Liegt auch daran, dass es um Bücher geht. Es geht um die verborgenen Bücher, die unheiligen Bücher. Und wir sind sozusagen so eine Art Bibliothekare in Mönchskutte und versuchen, diese unheiligen Bücher wieder einzufangen. Ja, das Ganze kommt als Spielbrett daher mit einem Abgrund und da drauf, auf diesem Abgrund, haben wir aber Gehwege, Stege. In verschiedenen Farben. Und diese Stege, die können wir bewegen, aber nicht ohne weiteres. Dafür brauchen wir Karten und die müssen die entsprechenden Gehwege mit den Farben auch haben. Wenn ich die nun benutzen will, spiele ich diese Karte aus und bewege den entsprechenden Weg. Das Krasse an diesem Spiel ist, es ist so eine Art Tetris-Style, also wir müssen nichts einsortieren, aber wir können diese verschiedenen Gehwegarten bewegen, drehen um 180 Grad und so eine Sachen. Aber das kann ich auch dafür nutzen, um nicht nur meinen Weg optimal zu nutzen, um ans Buch zu kommen, sondern auch dem Gegner den Weg zu versauen. Das bedeutet auch, seine Gehwege zu verschieben, ohne dass er draufsteht. Und das bedeutet natürlich wieder, dass man so ganz schön gegeneinander spielen kann. Und das ist auch wirklich das Grundprinzip des Spiels. Ich muss meinen Weg natürlich sichern. Ich muss aber auch den des Gegners zerstören oder verschieben, sodass er da nicht rankommt. Und es gibt zwar spezielle Karten, die man auch nutzen kann, aber die sind begrenzt und limitiert. Das bedeutet, ich kann einmal so eine Aktion nutzen, wo ich zum Beispiel irgendwo in der Ecke stehe, mein Buch geschnappt habe und der Rückweg ist ja nicht mehr da, weil es gibt keine entsprechenden Gitter, die da liegen. Das bedeutet, ich nutze diese Karte und kann vielleicht 4 Schritte über den Abgrund rüberspringen, um auf ein anderes Gitterfeld zu kommen. Und das macht schon richtig Laune. Also das ist wirklich ein richtig gutes Spiel, was man ja so nicht gedacht hätte. Also man guckt halt diese Packung an, man guckt auch die Rückseite an und denkt sich so, ja, es sieht so grau aus, aber es ist ja auch thematisch grau. Es ist ein Mausoleum der Bücher. Und natürlich ist es da nicht hell und farbenfroh, sondern ziemlich duster. Aber der Spielmechanismus, der macht unglaublich viel Freude. Aber nur für Leute, die gegeneinander spielen können, ohne sich danach ja nicht mehr leiden zu können. Das ist wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat oder gefällt oder wie auch immer ihr noch dabei seid und ihr euch jetzt fragt, warum machen wir eine Unterbrechung, ganz einfach, ich soll immer zwischendurch mal sagen, Daumen hoch bitte oder ein Abo wäre cool, weil wir haben immer noch über 60%, die diese Videos zwar gucken von mir, aber nicht abonnieren und dadurch sind wir immer noch der kleine Abonnentenkanal, den wir hegen und fegen. Also wenn ihr Lust habt, wenn euch das gefällt, Daumen hoch, Abo dalassen bitte und vielen, vielen Dank. Dafür müsst ihr nichts bekommen. Ihr bekommt keine Werbung und keine Waschmaschinen von mir geschickt, sondern ihr bekommt einfach nur Videos geschickt. Nicht mal. Kommen wir zu Aeon's End. Aeon's End ist cool. Wir haben es
mit Freunden gespielt. Wir haben es zweimal mittlerweile gespielt, weil wir das erste Mal mit unseren Freunden gespielt haben und am Ende der Tour haben wir es komplett versiebt. Das lag ein bisschen daran, dass ich die Regeln da auch nicht ganz klar gelesen habe, aber auch nicht alleine. Also wir haben zu dritt gelesen dann irgendwann und dann haben wir rausgefunden, diese Risse, die müsste man mal aktivieren, beziehungsweise steht ja auch drauf, um dann halt einen Spruch daran zu packen. Bei mir war das eher so, ich packe da einen Spruch ran und ich muss den in der nächsten Runde auf jeden Fall nutzen. Gut, haben wir dann zum Ende des ganzen Spiels dann nochmal gemerkt und gedacht so, boah, sind wir blöd. Natürlich nicht. Dann haben wir es nochmal gespielt, meine Freundin und ich alleine jetzt in den letzten Tagen. Und das hat trotzdem funktioniert. Das war so ein bisschen meine Befürchtung. Vielleicht ist es einfach zu krass, aber ist es gar nicht. Man kann trotzdem gewinnen und wir haben es auch gut geschafft. Es macht unglaublich viel Spaß, weil wir halt wirklich Gegner haben, die da auftauchen und wir können diese bekämpfen. Jetzt meine Frage an euch. Muss eine Erweiterung bei Aeon's End sein, ja oder nein? Denn ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich da noch unbedingt eine Erweiterung will. Ich habe mich auf Aeon's End wahnsinnig gut gefreut, also wirklich sehr gefreut, weil es ist ein Deckbilder, es ist ein klassischer Deckbilder. Nur, dass wir halt auch diese Monster-Aktionen haben, die halt wirklich cool sind, weil das Monster fühlt sich aktiv an. Es bekämpft uns, es bedroht uns, es hat eine Steigerungsform und wir müssen immer dieses abarbeiten und überlegen, wollen wir jetzt einen Zauberspruch machen und gegen das Monster antreten oder lieber einen Zauberspruch machen und gegen die kleinen Feinde, die da kommen, antreten und so weiter und so weiter. Aber es ist trotzdem ein reiner Deckbilder. Wir haben hier die Möglichkeit, auch unser Deck selber zusammenzubauen, also alles die Auslage selbst zusammenzubauen. Wir können auch mischen die Karten und dann gucken, was da rauskommt. Das wollen wir beim nächsten Mal machen, weil das finde ich ganz gut. Und die Charaktere sind halt verschieden. Ich weiß, bei einer oder anderen Erweiterung gibt es da nochmal einen Helden dazu, den man spielen kann. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt jetzt brauche, weil wir haben hier 8 oder 10 Charaktere drin, eigentlich schon ziemlich nett. Ja. Also ich find's gut, macht wirklich Spaß. Es ist jetzt kein Highlight in meinen Augen, aber es ist ein schönes Spiel. Ja. Und diese Risse sind halt das Wichtige, ne? Wir müssen versuchen, diese Auslage an Rissen immer zu drehen. Das bedeutet, wir müssen dafür wieder Punkte ausgeben, damit wir die überhaupt drehen können und irgendwann komplett umdrehen, weil die machen dann auch nachher, wenn wir die hinteren gemacht haben, mehr Schaden. Also die machen dann +1 Schaden und das ist dann schon wieder interessant. Ja. Interessant finde ich Mariposas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kein Flügelschlag, aber es ist ein wirklich tolles Spiel. Wir haben hier Schmetterlinge und wir versuchen von ganz unten nach ganz oben zu kommen, müssen wir nicht immer, aber wenn die Zielkarten das sagen, dann ist es schon wichtig, weil wir müssen manchmal über einen bestimmten Punkt rüberfliegen, damit wir dann eine Wertung bekommen. Und was ich halt sehr, sehr interessant finde, es ist halt wirklich ein klassisches Flug- und Sammelspiel. Wir fliegen also, wir sammeln dort Blüten und können diese Blüten einsetzen, um halt ja uns zu vermehren. Oder zumindest eine weitere Generation aufzubauen. Denn wenn wir in der zweiten Runde sind zum Beispiel, wir haben die zweite Generation liegen und wir verpuppen uns zur dritten Generation, dann kommt die zweite Generation raus. Die erste ist schon raus, die zweite ist raus, dann haben wir nur noch die dritte Generation. Ich finde das irgendwie total cool. Ich weiß gar nicht, warum mich das so mitnimmt, aber es ist so trotzdem strategisch, weil ich nur diese Karten, Handkarten habe, um zu gucken, wie ich fliege. Pack die raus, ich fliege mit den Schmetterlingen entsprechend und dann sammle ich mir meine Blüten zusammen. Und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu überlegen, günstigere Variante ist immer die gleichen Blüten zu sammeln oder wenn es egal ist oder wenn ich zu viele habe, dann kann ich halt auch mehr ausgeben, um dann mich zu verpuppen in die nächste Generation. Und das ist schon ziemlich nett. Also wir haben das dann auch, weiß gar nicht, warum es jetzt zum Schluss so oder in der Mitte kommt, aber wir haben das hier auch mit unseren Freunden gespielt gehabt, nochmal Anfang Januar. Und unser Freund ist da nochmal zum Rollenspiel gefahren und der war relativ enttäuscht, dass wir das wirklich nicht geschafft haben, zu Ende zu spielen, weil er in der letzten Runde nicht mehr mitmachen konnte, da musste er weg und
selbst ihn hat es gefesselt, denn er hätte gerne geguckt, ob er noch mit den Schmetterlingen nach unten kommt. Das ist nämlich das große Problem beim Mariposas. Also nicht, dass es das Problem des Spiels ist, sondern eher das Problem, dass wir das Problem haben. Denn wir kommen nicht so ohne weiteres auch wirklich mit allen Schmetterlingen da unten an und kriegen dadurch unsere Siegpunkte. Und das ist schon eine knackige Herausforderung, das Spiel zu meistern. Ich liebe dieses Spiel und ich muss sagen, es macht immer wieder Spaß, es auf den Tisch zu bringen. Es ist ein echt gutes Familien-Kenner-Spiel. Ja, sehr, sehr cooles Teil auf jeden Fall. Ja, Reavers of Midgard. Ich muss ganz ehrlich sagen, Reavers of Midgard ist eine ultra fette Box, super schwer. Und total viel Material drin. Ihr habt Würfel, ihr habt Miepel, ihr habt Karten ohne Ende. Pappe, dicke Pappe ohne Ende. Richtig schön. Einzige Problem bei uns ist, aber es ist nur unser Problem, es kann auch sein, dass es bei anderen nicht so ist, der Spielplan, der gibt langsam den Geist auf an einer Ecke. Da zieht sich das mal wieder rum, aber das ist heulen auf hohem Niveau. Es geht ja ums Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel ist richtig, richtig krass. Denn vorab, um sein Spielziel oder seine Spielziele zu erreichen, muss man ein extremes Brain sein, um nicht nur seine eigenen Sachen zu schaffen, sondern auch zu sehen, was die anderen tun, um zu wissen, ob sich das lohnt, was man da macht. Denn es gibt viele, 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 viele Sachen, die hier reingerechnet werden, um den Spielsieg zu bekommen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich dann anhört, weil ich kann hier Rüstungsteile sammeln, ich kann hier Wandvorhänge sammeln und so weiter und so weiter. Und das alles im Blick zu behalten, geht, glaube ich, nicht. Der Clou an dem Ganzen ist, wir haben hier ein Schiff und da sammeln wir unsere Würfel. Aber nicht nur das, sondern wir haben natürlich auch Besatzungsmitglieder und das bedeutet, wir haben eine Auslage an heldenhaften Wikingern und diese Karten können wir nutzen, um entweder Funktionen freizuschalten oder halt unten Würfel dazu bekommen oder den vielleicht auch als unseren Anführer zu deklarieren, der dann wieder neue Sachen generiert. Und die Würfel, die da drauf sind, haben alle unterschiedliche Funktionen. Wir haben gelbe Würfel, wir haben blaue Würfel, wir haben rote Würfel. Und diese Würfel muss man für verschiedene Sachen einsetzen. Jetzt kommt der Clou an diesem ganzen Spiel. Wenn ich dran bin, setze ich sozusagen mich an einen Ort. Ja, zum Beispiel ins Wikingerdorf. Ich setze mich ins Wikingerdorf, ich bin der Erste, der da drin ist und ich darf die Hauptfunktion nutzen, die mir natürlich einen extremen Bonus gibt. Alle anderen Spieler dürfen das auch tun. Das bedeutet, nach mir seid ihr dran. Und ihr setzt auch dort einen Stein rein, dass ihr auch diese Aktion nutzen wollt, euer Schiffchen. Dann kriegt ihr nicht ganz so viel. Ja, der Nächste bekommt auch noch was, aber nicht mehr so viel. Und das ist mega gelungen. Mega cool. Ja. Nach einer gefühlten Ewigkeit, anderthalb Jahren oder so, wollten wir endlich mal mit unserer Freundin Paperback spielen. Was wir auch getan haben, denn der Freund war ja beim Rollenspiel. Ja. Und er mag nicht unbedingt Paperback oder überhaupt so solche Spiele. Dementsprechend haben wir Paperback auf den Tisch gepackt. Wir haben es zu dritt gespielt und wir haben, glaube ich, 3 Runden gespielt und haben gemerkt, so, wow, es ist schwer. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Paperback ist ein mega cooles Scrabble in Kartenformat, nur dass wir hier einen Deckbilder haben. Und ich habe es auch schon 1000 Mal gesagt, das ist halt ein mega gutes Spiel. Es ist nicht billig, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und vor allem hat man hier verschiedene Möglichkeiten zu spielen. Wir können gegeneinander spielen, wir können kooperativen Modus spielen. Ich liebe den kooperativen Modus, weil macht mir mehr Spaß, um ehrlich zu sein, weil wir spielen hier gegen das Spiel und das ist überhaupt nicht einfach, mal das wirklich zu gewinnen. Und das haben wir auch jetzt gemerkt zu dritt. Das bedeutet auch gar nicht, dass man den einen also wirklich sagt, oh Mann, ey, du legst da nur dumme Wörter oder nur Wörter, wo wenig Punkte sind, so können wir nicht gewinnen. Das kommt hier nicht vor, sondern
Es ist eher so, was kann ich daraus machen oder was habe ich denn jetzt für Karten auf der Hand und ich muss mich darauf konzentrieren, diese Punkte endlich mal hinzubekommen. Und das ist bei Paperbacks so genial, denn wir haben eine Auslage von Buchstaben und wenn wir unser Wort gelegt haben, können wir dafür einkaufen. Und wenn wir dafür einkaufen, überlegen wir uns natürlich dreimal, passt der Buchstabe denn zu vielen Worten oder nicht? Denn hier kommen auch Buchstabenkonstellationen wie AU zusammen. Das ist auf einer Karte. Ja, wie viele Wörter kann ich legen mit AU? Tja, das ist das große, coole Ding da dran. Manche Buchstaben sind auch nur einmal verwendbar. Benutze ich die in dem Wort, dann kommt dieser Buchstabe raus. Dann haben aber auch die Buchstaben verschiedene Funktionen. Das bedeutet, ist zum Beispiel AU am Ende des Wortes, wie bei Aua, ja, AUA, ist es nicht am Ende des Wortes, kriegen wir keine Zusatzbonuskarte. Ja, oh. Also von daher, ihr merkt, dieses Spiel hat viel mehr drin, als nur Wörter zu legen. Denn in einer kooperativen Variante, da muss ich mich ein bisschen beeilen, haben wir eine Pyramide ausliegen, wo überall Karten drauf sind und wir können keine Karte kaufen, sondern Steine, Spielsteine runternehmen. Schaffen wir das aber nicht in meiner Runde, weil ich die Karten gelegt habe, kommt ein Spielstein rauf. Haben wir an irgendeiner Stelle 5 Spielsteine drauf liegen, haben wir das Spiel verloren. Ich hoffe, es war verständlich. Viel zu schnell. Egal. Ich habe es eingeblendet, glaube ich. Dann seht ihr das. Ihr kennt Biberbande, ihr kennt Cabo. Hier kommt Silver Amulett. Silver Amulett ist ein richtig cooles Spiel. Und Cabo und Biberbande haben immer das Gleiche. Ich erkläre ganz kurz, was ihr machen müsst. Ihr habt eine Auslage von 4 Karten. Ihr guckt euch 2 Karten an. Ihr wisst, aha, das ist die 13, das ist die 1. Die 1 wollen wir behalten, die 13 wollen wir loswerden. Jetzt zieht ihr eine Karte von diesem Stapel, guckt euch die an und sagt, das ist auch eine 12, brauche ich nicht, schmeißt die ab. Oder ihr seht, oh, das ist eine 0, die tausche ich gegen die 13. Ihr packt also verdeckt die 0 hin, die 13 kommt auf den Stapel, safe, alles super. Ihr könnt aber auch die Funktionen der Karten nutzen. Das bedeutet, da steht zum Beispiel drauf, tausche eine Karte mit der anderen Karte. Ich spiele diese Karte aus und tausche die Karten. Verdeckt. Silver Amulett ist noch ein Ticken genialer. Ihr habt viele Funktionen, ja, das muss man ganz einfach sagen, und ihr könnt diese Funktion halt nutzen. Und diese Funktionen basieren ja, die haben so viel miteinander so verzahnt drin, dass man denkt so, ey Mann, was macht der gerade? Warum? Ey, hör auf damit. Denn es gibt auch Karten, die müssen offen liegen, damit sie ihre Funktion ausnutzen können. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil ich muss gucken, dass ich eine Karte aufgedeckt kriege durch eine Funktion, damit ich das hier nutzen kann. Der andere sieht ja dann aber auch, hä, der hat die Karte. Wie cool ist das denn? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden Cabo rausschmeißen, weil Cabo ist dann zu einfach dafür. Hier habt ihr ein richtig cooles Spiel, was man echt in der Familie spielen kann, wo man auch wirklich mehrere Partien spielen kann. Weil ich dachte am Anfang, ich habe die Regeln gelesen und dachte mir, ey, das ist Cabo, das ist doch Schwachsinn, ich mag das nicht. Warum denken sie sich nicht ein neues Spiel aus? Ja, aber sie haben ein neues Spiel sich ausgedacht mit richtig coolen neuen Mechanismen und das schlägt Cabo. Und Cabo ist schon so lange in unserem Bestand, wo wir sagen, das finden wir auch gut, aber Silver Amulett ist besser. Also wird Cabo weichen. Das ist eins unserer Spiele, was rausfliegt. Ich glaube, das war das einzige bis jetzt. Es kommen aber noch weitere. Ja, wenn ihr Bock darauf habt, guckt euch Silver Amulett auf jeden Fall mal an. Es ist nicht teuer, es macht unglaublich viel Spaß. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine kleine Box. Und unter 10 Euro, glaube ich, kommt ihr hier mit einem neuen, coolen Spiel daher, was wirklich ein schönes, schönes Artwork hat. Ja. Tal der Kaufleute. Ja, wir sind ja große Schwerkraft-Fans, also zumindest von den Spielen, ja. Und
Schwerkraft hatte Tal der Kaufleute irgendwie als Kickstarter oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da haben wir halt mitgemacht und da haben wir halt auch Tal der Kaufleute 1 und 2 bekommen. Und Teil 1 liegt schon ganz hinten in der Ecke. Alles, was da hinten, ganz hinten in der Ecke ist, ist eigentlich so diese Ausschussware. Das ist so Spiele, die wir vielleicht nochmal probieren, aber eigentlich rausfliegen sollen. Und von dem wir uns dann trennen. Ja, und Tal der Kaufleute Teil 1 liegt schon da ganz hinten. Ich habe aber gedacht, Tal der Kaufleute 2 müssen wir trotzdem nochmal ausprobieren, weil ich möchte nicht ein Spiel gekauft haben und das nicht spielen und dann rausschmeißen. Und deswegen haben wir es nochmal auf den Tisch gepackt. Es ist auch ein relativ schnelles Spiel. Wir versuchen nämlich hier, ja, den Spielsieg einzufahren. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Ja, das ist so, so passiert es nämlich, wenn man so viele Spiele spielt. Ich weiß gar nicht mehr, müssen wir nicht irgendeine Auslage irgendwas schaffen? Ach, keine Ahnung. Das Problem ist, dass es halt ganz schön langweilig ist. Ja, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist halt kein Spiel, was bei uns lange noch bleiben muss, weil wir haben hier Karten auf der Hand, wir spielen diese Karten, nutzen die Funktionen, und irgendwann war bei mir so der Punkt, da ich nur noch versucht habe, so schnell wie möglich, ja, den Spielsieg heraufzubeschwören. Also alle Aktionsmöglichkeiten, man hat ja ein paar Aktionsmöglichkeiten, 5 oder so, haben dann immer eigentlich nur das bewerkstelligt, dass ich versucht habe, meine Karten händeringend auszuspielen in der Auslage, meine Tiere, damit ich ein Tier auslege, Nummer 1, dann 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und so weiter, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt kam und dachte so, ey, ich habe jetzt so viele Karten auf der Hand, die mir nichts bringen, ich werde die einfach nur abspielen und nächste abspielen, nächste Runde abspielen, nächste Runde abspielen. Oh, verloren. Und das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, so, ja, das macht halt keinen großen Spaß. Was ganz cool ist, Artwork ist wirklich schön. Und ihr habt hier die Möglichkeit, die Tiere zu tauschen. Ihr könnt also ein aggressiveres Spiel spielen, ein passiveres Spiel spielen. Das finde ich auch super. Aber ansonsten ist es halt ein Spiel, was jetzt nicht bei uns bleibt. Also weder Teil der Kaufleute 1 noch Teil der Kaufleute 2. Ich weiß, es gibt vielleicht welche, die wirklich das gut finden. Finde ich auch total in Ordnung, weil es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist kein Spiel, was bei uns bleiben muss. Ja, langweilig für mich, für andere wiederum gut. Ganz anders hier dieses Piraten der Sieben Weltmeere Spiel. Ich weiß, das ist schon älter und das haben wir auch noch nicht gespielt. Das ist auch schon 2 Jahre, glaube ich, in meinem Bestand jetzt mittlerweile. Und ich dachte immer so, ey, ich finde immer diese Packung so cool. Es ist Metallpackung. Welche Spiele sind schon aus Metallpackung gemacht? Zusätzlich habe ich dann halt die Regeln gelesen und dachte mir so, okay, die Regeln, die kann dann in 2, 3 Seiten hier schreiben. Aber dann haut's rein, das Spiel. Denn eigentlich ist es also, wir haben Charaktere auf der Hand, wir nutzen einen Charakter und den verdeckt legen wir auf den Tisch. Das machen alle Spieler, dann decken wir die auf, nacheinander. Stimmt nicht, wir decken die nicht so auf, sondern wir sagen, ist der Charakter dran, ist der Charakter dran, ist der Charakter... Oh, ja, er hat diesen Charakter. Dann wird diese Funktion ausgelöst, die dieser macht. Und das ist das große Problem. Wir haben hier so viele... Oder was heißt 7, 8 Charaktere auf der Hand oder so? Oder 10? Und diese Charaktere haben so spezifische Regeln, dass mir der Kopf gebrannt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte mir das beim besten Willen nicht merken, was der Kartograf macht. Ich wusste nicht, was der Kapitän macht. Weil das sind dann 3 Seiten vom Kapitän, glaube ich, oder 3,5 Seiten, was er alles macht, wenn er ausgelöst wird. Da ich gesagt habe, ey, lass uns das Spiel einfach spielen, damit wir wissen, was die einzelnen Charaktere machen. So habe ich auch gespielt. Ich habe dann wirklich gesagt, ich spiele jetzt den hier und dann können wir das nacheinander abarbeiten. Und das Erstaunliche ist, wenn man das dann einmal drin hat, dann weiß man auch ganz genau, ah, krass. Cool ist halt einfach, wenn ich einen Charakter gespielt habe, bekomme ich halt deren Hauptfunktion als Bonus, wenn kein anderer diesen Charakter gespielt hat. Ja? Und dann ist man auch schon so in diesem
diesem Modus, okay, ich brauche die Karten, ich muss das machen, ich muss verladen, ich kann auch angreifen, mit dem Piratenkapitän kann ich halt angreifen und dann nimmt man Würfel, würfelt die gegen die entsprechenden Fregatten, die da langfahren und wir versuchen jetzt mit diesen Würfelwürfen, die wir da gewürfelt haben, sie rauszuschmeißen. Das schafft man aber, das kann man nicht in ein paar Sekunden erklären. Das bedeutet, man muss genau auf den Spielplan gucken und sehen, okay, die 5 schlägt die 6, die 2 schlägt die 1, die 3 die 4. Aber gegnerische Schiffe, also vom Mitspielern, werden nicht rausgeschossen von mir, sondern nur von den feindlichen neutralen Fregatten. Also, ich kann es empfehlen, es ist aber kein einfaches Spiel. Sehr cool. Ich bin schon durch. Ja, Blätterrauschen. Jahreszeit im Wald. Ich war dagegen. Ich wollte es nicht haben, aber meine Freundin wollte es unbedingt haben. Da habe ich ihr das zu Weihnachten geschenkt. Und da wollten wir es auch spielen, aber leider war der Würfel einer von den beiden defekt, kaputt. Ja, da waren die entsprechenden Blätter nicht drauf. Da habe ich gesagt, ah, dann schreibt doch mal den Kosmos Verlag. Ist jetzt über Weihnachten ein bisschen schwierig, aber schreibt ihr noch mal. Vielleicht könnt ihr uns da mal einen neuen Würfel schicken. Haben sie getan, aber Mitte Januar? Also es hat wirklich lange gedauert. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht das Wichtigste der Welt, aber trotzdem war es ärgerlich, weil wir haben es ja gekauft und da war einfach ein Fehlwürfel drin. Trotzdem haben sie es gemacht, fand ich super. Wir haben es gespielt und ich dachte mir so, oh, ich werde irre. Was müssen wir tun? Wir müssen eigentlich wieder nur was einkreisen. Das ist unsere Entscheidung, was wir einkreisen. Es gibt unten eine kleine Agenda auf den Zettel und auf dieser Agenda steht halt genau drauf, was man sammeln kann und was so und so viele Punkte bringt. Warum kann man nicht eindeutige Sachen unten draufschreiben? Ich verstehe es nicht. Ja? Bei dem einen heißt es zum Beispiel pro Vogelart plus 2 Punkte. Okay? Bei dem anderen Zeichen, da geht es um die Blumen, und da steht kein Pro. Aber es ist ein Pro. Pro Blumenart 2 Punkte. Steht aber nicht dabei. Warum? Es war noch Platz da. Man hätte es machen können. Nein, man hat sich das gespart. Und wenn man dann die Rechnung nachher hat, zum Ende hin, denkt man sich so, war das jetzt Pro? Dann guckt man nochmal ins Drehbuch. Ja, steht Pro. Ey, echt jetzt? Warum, Mann? Wir haben hier, ich hab's ausgerechnet, ich hab's schon wieder vergessen, über 400 Blätter. Ich glaube, es waren über 400, wenn nicht 500 oder so Blätter. Also ihr habt hier, wenn ihr das Spiel kauft, unendlich viel Spielspaß. Ihr könnt euren Freunden jetzt gerade in der Corona-Zeit die Blätter in den Briefkasten schmeißen. Dann könnt ihr per Skype oder sonst wie miteinander spielen und einfach nur einkreisen die Sachen und danach gucken, wer hat die meisten Punkte. Völlig in Ordnung. Ihr habt hier auch verschiedene Arten von Blättern, die auch wirklich was anderes da machen, aber die Regeln sind katastrophal. Für dieses kleine Spiel hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das ganz klar und deutlich ausformuliert. Und dann kann man spielen und dann ist gut. Ja, ist heulen auf hohem Niveau. Aber mehr bietet diese Box auch nicht. Regelwerk, Blätter, 2 Würfel. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, Maus zu Mystik ist ein schönes Spiel. Aber, kommt schon wieder ein Aber. Ich weiß gar nicht warum, aber jedes Mal ein Aber. Nein, ich mag das Spiel wirklich gerne. Problematisch ist einfach, dass wenn wir hier das versieben, dann dürfen wir wieder neu anfangen. Und das macht mir keinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht gut. So, wir haben einen Zettel reingemacht, da haben wir immer raufgeschrieben, was die Mäuse auch so behalten, weil manche Sachen darf man dann behalten und so weiter, wenn man eine Kampagne spielt. Und wir wollen ja die Kampagne durchspielen, das sind aber auch 13 Kapitel oder so. Und ein Kapitel dauert mal so 2 Stunden. Ja. Bedeutet, wir haben hier eine tolle Story. Wir sind in Mäuse verwandelt worden und wir müssen jetzt unseren Weg da durchfinden, um böse Ratten und ja, Hundertfüßler zum zermalmen und siegreich aus dem Kampf zu gehen. Total schön, richtig cool, aber
ja, dieses Verlieren macht keinen Bock, weil wir nicht in der Story weitergehen. Es ist keine alternative nächste Story geplant, sondern entweder schaffst du es oder nicht. Und wenn du es nicht schaffst, fang nochmal bei diesem Kapitel an. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie häufig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir haben es auf jeden Fall zweimal gespielt, wenn nicht dreimal das Kapitel, bis wir es dann endlich mal, ich weiß gar nicht, haben wir es geschafft? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben dieses Kapitel, Kapitel 5, glaube ich, ist es, dreimal gespielt und jedes Mal versiebt. Ich glaube, ja. Ja, knapp. Da teilt sich auf jeden Fall die Gruppe. Wer es weiß, der kann ja sagen, welches Kapitel es ist. Auf jeden Fall teilt sich die Gruppe und die eine Gruppe läuft nach oben und die andere Gruppe nach unten und muss dann halt ihre Abenteuer bestehen. Ja, es ist ein miniaturbasierendes Spiel. Alle Miniaturen habe ich angemalt. Ich bin auch froh, dass die soweit fertig sind. Natürlich, wenn man jetzt direkt aufs Bild guckt, dann denkt man so, oh, die Gürtelschnallen und so weiter sind gar nicht mit Farbe bemalt. Aber ich will die jetzt nicht auch nochmal auspacken, weil ich noch so viel auf dem Tisch habe, wie Schwungfedern, was ich einfach nicht schaffe. Ich will auch mal zu Hause bleiben. Naja, im März habe ich Urlaub. Ich glaube, dann könnte ich vielleicht so einiges schaffen. Aber bis dahin hoffe ich ja auch, dass wir dann mal uns mal wieder treffen können. Mal gucken. Ja, zu Maus und Mystik. Ein schönes Teil. Wir haben wirklich 2 Jahre daran nicht gespielt. Zeigte der Zettel drin. Was ziemlich traurig ist, was aber an mir lag. Es ist aber trotzdem ein schönes Spiel. Würfelbasierend. Ja. Ja, wir haben eine wundervolle Welt uns gekauft, weil Alicia gesagt hat, ey, schaut euch das Spiel an, ist eins meiner Lieblingsspiele. Und dann haben wir gesagt, hab ich gesagt, okay, wenn sie das sagt, kaufen wir es. Gekauft, gelesen und gedacht so, hä? 2 Seiten Regeln? Oder 3, aber so die Hauptregeln waren noch 2 Seiten, 1,5 Seiten. Und ich dachte mir so, krass, wer schreibt denn so gute Regeln? Und dann soll das Spiel auch noch richtig gut sein. Ich habe nach den Regeln lesen gedacht, das ist ein gutes Ding. Das wird unglaublich cool sein. Wir haben es aufgebaut. Meine Freundin war schon so ein bisschen, das ist jetzt nicht so meins. Sieht auch nicht so cool aus, gerade so Militär im Erste Weltkriegs-Style oder Zweiter, wie auch immer, ist nicht so meins. Aber sie feiert das Spiel, ich auch. Es ist ein so geniales, schnelles Spiel. Ganz kurz die Regeln erklärt, wir haben Karten auf der Hand, wir haben ein Draft-System, wir behalten eine Karte, geben die Karten weiter, kriegen die nächsten, geben die weiter, kriegen die nächsten. Bei 2 Personen bleiben die letzten 3 Karten übrig, das bedeutet, wir haben am Anfang 10 Karten jeder gehabt, 3 kommen weg. Und dann wird auch schon gespielt. Das bedeutet, wir nehmen immer eine Karte von unseren 10 Karten, legen die auf den Tisch verdeckt. Und wenn das alle Spieler gemacht haben, drehen wir die Karte um. Ja, warum? Na, wenn man jetzt richtig gut in dem Spiel ist, dann kann man schon mal abschätzen, was der andere da machen will. Denn wir haben nur 2 Sachen eigentlich, die wir mit diesen Karten machen. Haben wir insgesamt nach dem Draft-System alle Karten liegen, dann können wir entscheiden, wollen wir diese Karte bauen oder wollen wir diese Karte sozusagen als Ressource nutzen? Denn dann wird die Karte abgeworfen und wir bekommen diese entsprechenden Ressourcensteine, die wir dann nutzen können und direkt raufpacken können auf die entsprechende gebaute Karte oder in unseren, ja, wie soll ich sagen, Depot. Wenn wir aber natürlich so eine Karte gebaut haben, dann bringt die uns viel mehr im, ja, wenn wir sozusagen unser Einkommen haben, dann wird die da hingelegt, es ist fertig, die Spielstände kommen weg und dann werden wir einfach werten, was haben wir produziert. Und wenn wir mehr produzieren in unserer Auslage von den einzelnen Bereichen, bekommen wir davon auch nochmal ein Militärschiff oder ein Wissenschaftsschiff. Diese bringen natürlich Siegpunkte am Ende des Spiels und das ist das ganze Spiel. Und da ist schon der Alarm. Ich find's mega genial. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so einfach und so knifflig. Cool. Vielen Dank dafür, Alicia. Tja, hier kommt nun Kingdoms Candy Monsters. Ja, schade.
Ich hab mich echt drauf gefreut. Ja, ich habe das auch gekauft, weil ich das bei Brett Ballett gesehen habe. Er hat es auch ganz ganz gefeiert, hat gesagt, das ist ganz cool. Und dann haben wir das aufgebaut, haben die Regeln gelesen und ich dachte mir so, oh, das ist ja easy peasy. Ja, wir müssen hier einfach nur Monster mit Zucker bezahlen. So im Grunde. Und dann haben wir gespielt und dachten so, was soll das sein? Wo soll die Karte hin? Warum heißt das genau so wie das? Und warum? Was ist das? Das Grundprinzip des Spiels ist ja völlig in Ordnung. Wir haben hier Monster, wir müssen die bezahlen oder nicht und können Funktionen nutzen. Aber die Regeln sind schon wieder so unglaublich schlecht, dass es mir keinen Spaß macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt bei mir ein Spiel richtig raus. Ich habe auch keine Lust, dieses Spiel mit unseren Freunden zu spielen, wenn wir uns wieder im April, Mai, Juni treffen dürfen, weil ich ganz genau weiß, dass unser Regelfuchs irgendwann irre wird. Weil der wird nämlich sagen, ja, aber da steht doch das und das Wort drin. Und wir sagen, ja, aber das meinen die nicht. Das ist ja das Problem. Die meinen das und das. Und das macht keinen Spaß bei einem Spiel, was... Ja. Ich bin wirklich so enttäuscht darüber, dass immer noch Regeln geschrieben werden, die schlecht formuliert sind. Weil wir reden, und da muss ich immer ganz ehrlich sagen, ich habe mehrere Blickwinkel. Ich habe natürlich unseren Blickwinkel. Von uns macht mir das Spaß, klar. Spiele ich das vielleicht? Würde ich das mitnehmen zu Freunden? Zu welchen? Wird sich das lohnen? Nein, wird sich nicht lohnen. Dann habe ich aber auch den Blickwinkel für euch natürlich. Ey, kann ich das mit ruhigem Gewissen euch empfehlen und sagen, das ist ein geiles Spiel. Wenn ihr da reinlest, schmeißt es in die Ecke, weil ihr sagt, was ist das denn für Mist? Und, ganz ehrlich, für Leute, die wenig Spieler sind. Seid ihr wenig Spieler? Kauft es nicht. Weil ihr werdet euch bei den Regeln ärgern. Und das ist nämlich bei Eine wundervolle Welt ganz anders. Ihr lest die Regeln und denkt so, cool, es gibt da keine Frage. Es gibt keine Fragen. Und das ist mega gelungen. Das ist ein richtig 10-Sterne-Plus-Spiel für Anfänger. Das hier ist ein 10-Sterne-Plus-Spiel. Plus für Regelfüchse, die sich aufs Fressbrett hauen, weil sie nämlich sagen, das steht aber so und so drin. Das ist nichts für Anfänger. Macht keinen Spaß. Es ist doof. Leider. Ja, und da sage ich nicht, dass das Artwork nicht... Artwork finde ich mega, finde ich richtig cool. Die Idee ist auch super, aber es ist schade auch, dass da keine weiteren Beispiele sind, wie man was tut. Schade. Genug. Ich habe hier einen Zettelstapel. Wir haben ja in letzter Zeit immer so einen Zettelstapel gemacht. Also wir haben so Gläser und da stehen halt drin einmal gespielte Spiele, mehrmals gespielte Spiele, lange nicht gespielte Spiele. Und da ziehen wir immer was. Und ich möchte euch natürlich jetzt auch erzählen, welche Spiele so rausfliegen. Weil Kingdoms, Candy, Monsters fliegt raus. Ich habe da keine Lust mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt aber auch daran, dass ich, wenn ich in 5 Wochen das wieder auspacke, muss ich die Regeln komplett neu lesen. Ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr Fireteam Zero kennt. Rausgeflogen im letzten Jahr. Carcassonne, rausgeflogen. Tal der Kaufleute 2, haben wir schon besprochen. Und Arkham Horror, rausgeflogen. Ich wollte es mal sagen, weil die liegen jetzt schon ein paar Tage hier, das wollte ich euch auch mal sagen, weil es gibt ja so ein paar Leute, die hier Flops und weiß ich was mal, mache ich nicht. Ich pack's mit ins Video, da wisst ihr, welche Spiele absolut rausfliegen. Manche besprechen wir, manche nicht. Irgendwann Carcassonne haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Ja. So, jetzt aber zu einem großen, epischen Spiel. Nemesis kam auf den Tisch. Warum? Weil ich die Untold Story Teil 1 habe und die Untold Story war mit dabei als Stretch Goal oder so, glaube ich. Es ist ein Comic. Ich zeige euch das nur eine Seite. Es ist wirklich ein schöner Comic. Aber nicht nur ein Comic zum Lesen, sondern wir haben hier in der Untold Story von Nemesis haben wir die Möglichkeit, in einem kooperativen Modus zusammenzuspielen und eine Geschichte von 4 Kapiteln durchzuspielen. Was ist der Clou daran? Der Clou daran ist, dass wir die Nemesis oder ein anderes Schiff betreten. Ja,
Und das ist sehr, sehr storylastig. Das bedeutet, wenn wir irgendwas auslösen, in irgendeinen Raum gehen, wo ein Pappmarker drauf ist, die natürlich dann auch mitkamen, das ist eine ganze Tüte, dann müssen wir hier im Buch nach dem entsprechenden Intro nicht, sondern Ereignis suchen. Ereignis 2, dann wird das Comic sozusagen gelesen und dann werden auch die ganzen Sachen abgearbeitet, die dann als Entscheidungen für die Spieler stehen oder neue Sachen, die auftauchen. Ja. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil wir nämlich echt eine abgefahrene Story hier erleben. Zusätzlich, wir haben Charaktere, wir spielen diesen Charakter natürlich, und wenn dieser Charakter umkommt, dann dürfen wir ihn nicht mehr spielen. Er ist komplett raus. Egal, was wir gesammelt haben. Raus. Erstes Kapitel. Wir haben Erste-Hilfe-Sachen gesammelt. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Das bleibt im Spiel für die zweite Story. Und das ist wieder mal so richtig cool. Es spielt sich unglaublich anders. Es ist ein ganz anderes Nemesis, zumindest das erste Kapitel. Wir haben zwei Kapitel gespielt, aber das erste Kapitel spielt sich unglaublich anders als jedes Nemesis-Spiel, was ihr jemals gespielt habt, weil ganz viele Sachen werden abgeschottet, es gibt neue Regeln, ihr habt nicht mal Aliens an Bord. Ha, gespoilert, Entschuldigung. Aber das baut sich ja auf. Ihr habt Kapitel für Kapitel. Also ihr habt vier Kapitel und dann kommt immer wieder was Neues dazu. Neue Gegner, andere Gegner. Manche kommen als Figuren, manche als Pappmarker. Mega cool. Ja, wir haben das erste Kapitel gespielt, wir haben es nicht geschafft und haben dann gleich nochmal neu angefangen. Und ja, deswegen steht auch die Terrain Expansion Box da, weil das macht natürlich noch mehr Spaß. Das seht ihr ja in den Fotos. Also von daher, Untold Story 1 kann man sehr gut zu zweit dann auch spielen. Da muss man sich nicht gegenseitig auf die Mütze geben. Unicorn Fever. Verrückt nach Regenbögen habe ich mit unseren Kindern gespielt. Das war so. Ich habe mit meinem Sohn drüben gesessen, habe noch ein bisschen gequatscht und meine Tochter hat sich das erstbeste Spiel rausgesucht. Was sucht sich ein Mädchen raus? Ich muss ja sagen, ich finde das Spiel ja gar nicht schlecht, aber mit den Kindern war es irgendwie so, ja, das war schon nicht so einfach. Also erstmal dauert dieses Spiel wirklich sehr lange zu viert. Zweitens ist es einfach nur ein Beat-Mechanismus, ja. Also ich überlege so ein bisschen wie Camel ab. Kann ich vielleicht gewinnen? Setze ich auf Sieg? Setze ich auf die ersten drei Plätze? Wie viel Geld setze ich dann ein? Und das einzig Coole ist, ich kann halt hier Karten nutzen, Karten verdeckt hinlegen, um halt die entsprechenden Einhörner zu bremsen oder halt zu beschleunigen. Ja, die Karten werden dann aber aufgedeckt und ja, sie merzen sich auch manchmal aus. Das bedeutet, wenn ich da schwarze Karten hinlege, die das ausbremsen und der andere positive und die den gleichen Buchstaben haben, dann kommen diese Karten raus. Das bedeutet, von den fünf Karten, die da liegen, sind nur noch zwei aktiv und beschleunigen mein Pferd. Aber die anderen haben auf ein anderes Einhorn gesetzt. Und das macht die ganze Sache recht interessant, aber auch sehr glückslastig natürlich, weil das würfeln wir aus. Wir würfeln sozusagen aus, welche Einhörner laufen denn schneller als die anderen. Also sind jetzt schneller dran. Es macht Spaß. Aber wie gesagt, meinen Kindern war das einfach zu langatmig. Meine Tochter hat sich da am Riemen gerissen und hat gesagt, gut, ich spiele es jetzt durch. Ich habe sie auch ausgesucht. Mein Sohn hat nach der ersten Runde schon gesagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie viele Runden geht das? Vier? Oh mein Gott. Er hat dann auch mitgemacht, aber es war für ihn nicht mehr wichtig, überhaupt einen Sieg einzufahren. Es war ihm auch nicht mehr wichtig, überhaupt an dem Spiel teilzunehmen. Was man aber auch dazu sagen muss, bei uns spielen sie relativ viel, also man merkt dann relativ schnell, was ihnen gefällt und was nicht. Und das ist halt ein Spiel, was ihnen gar nicht gefallen hat. So, ja, finde ich auch sehr interessant. Zu den Spielen, die wir sonst immer mit ihnen spielen, ist das hier einfach mal durchgefallen. Ich mag es trotzdem. Es sind schöne Miniaturen dabei. Die Einhörner sind wirklich richtig schön modelliert und sehen echt lustig aus. Aber es ist halt jetzt kein anspruchsvolles Spiel. Auch wenn meine Freundin das total mag, ist ja auch völlig in Ordnung, ist es aber halt jetzt kein Muss-Spiel.
Sind wir schon durch? Anschließend kam aber eine Runde Paleo auf den Tisch und Paleo, muss ich sagen, hat ihnen sehr gut gefallen. Ich habe ja schon mal gesagt, Paleo ist ein richtig gutes Familien-Kennerspiel, weil ich das hier auch feiere, dieses Spiel, weil wir das wirklich nach einem Jahr wieder auspacken können und wir wissen, wie die Regeln funktionieren. Es ist nämlich relativ einfach. Wir haben einen Kartenstapel, der wird komplett gemischt. Der wird dann an alle verteilt. Da ist es auch nicht mal wichtig, dass wir die abzählen. Ich mache das zwar per Kartenstapel, aber es ist nicht mal wichtig. Und dann ziehen wir die obersten drei Karten verdeckt und lassen die auch verdeckt. Wir gucken uns die nicht an. Das ist ganz wichtig, sondern wir gucken die nur verdeckt uns an und entscheiden an der Rückseite, welche Karte wir ausspielen. Das machen wir gleichzeitig. Das bedeutet, alle Spieler ziehen oder nutzen eine Rückseite der Karte. Wenn wir das gemacht haben, kommen die restlichen Karten auf den Kartenstapel wieder vom jeweiligen Spieler und diese verdeckte Karte wird umgedreht. Und jetzt sehen wir, was da passiert. Entweder gibt es ein Tier, was wir bekämpfen, Mammut oder so, oder Wölfe, oder vielleicht haben wir auch eine giftige Schlange, die uns beißt, oder Pilze gesammelt, die nicht gesund sind. Vielleicht haben wir aber auch einen schönen Traum gehabt, der uns weiterbringt. Aber das Wichtige daran ist, wir haben hier einen kooperativen Modus. Das bedeutet, wir spielen kooperativ zusammen und können aber auch uns dagegen entscheiden, zu helfen, weil meine Funktion vielleicht viel wichtiger ist als eure. Und das finde ich halt auch wieder so cool, ja, weil hier kommen wir in die Diskussion manchmal, welche Funktion ist denn sinnvoll oder welche Karte ist denn sinnvoll, weil manche Karten werden ja auch abgeworfen, die kommen ja dann nicht mehr ins Spiel rein, das bedeutet, die sind dann aus dem Spiel raus. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen Mechanismus von wir spielen zusammen, wir müssen aber nicht und dadurch haben wir natürlich mehr zu besprechen und auch zu überlegen, welche Karten nutzen wir oder welche Karten spielen wir jetzt zusammen aus, damit wir uns gegenseitig helfen oder unterstützen können und das schafft dieses Spiel. Wir hatten die Regeln kurz erklärt und dann haben meine Kids das auch so wirklich so gemacht, sie haben miteinander gesprochen und miteinander entschieden. Einziger kleiner Wermutstropfen ist, wir haben hier Charaktere natürlich, das sind unsere jeweiliger Stamm und die haben auch Lebenspunkte und wenn sie die verlieren, würden die rausfliegen und das ist halt so, da muss man auch abwägen, nehme ich lieber den Schaden auf oder du, weil das passiert natürlich auch in der Konstellation, dass man hier den Schaden auch sich überlegen kann, wer diesen Schaden aufnimmt, was ich extrem genial finde, gerade für kooperative Spiele mit Kindern oder Jugendlichen. Sehr gut. Ganz zum Schluss haben wir nochmal vier Partien Similio gespielt. Ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Plan. Ich hatte das jetzt bei Hunter und Kron bei der Spieleschmiede gesehen. Da konnte man ja einsteigen und da gab es jetzt Karten und da fand ich das Artwork so sehr cool. Und vielleicht habe ich das auch mal gesehen, aber mich hat es nicht interessiert. Und weil wir aber da ja Promokarten bekommen, habe ich gedacht, okay, das sieht lustig aus. Vielleicht kann man es auch einfach mal mit einer Kamera aufnehmen. Vielleicht kann man das online spielen, weil man jetzt nicht die Karten in die Hand nehmen muss. Wir haben eine Auslage und einer der Spieler ist sozusagen derjenige, der eine geheime Karte dort liegen hat. Und versucht nun anhand von Hinweisen eine hochkante Karte auf einen Charakter heißt, es ähnelt sich irgendwas oder es ist was Gleiches. Zum Beispiel der Bart von einem Mann und ich habe jetzt die Karte von irgendjemandem gepackt, der auch einen Bart hat. Dann könnte man sagen, oh, die haben beide einen Bart. Ich kann auch die Karte schräg legen an diese Karte, dann heißt es unterscheidet sich was. Das bedeutet, ich habe den einen mit einem Bart und den anderen ohne Bart. Dann wüsste man vielleicht, es geht um einen Bart oder um einen Nicht-Bärtigen, weil es unterscheidet sich ja. In der ersten Runde fliegt eine einzige Karte raus, in der zweiten Runde fliegen zwei raus, in der dritten drei, in der Runde bis nur noch zwei Karten übrig sind. Und dann muss man sich entscheiden, auf was ist es aus. Es kann aber natürlich auch nicht nur die äußeren Sachen sein, es kann auch Farben sein, die ich meine, weil ich da zum Beispiel das gleiche Grün habe auf der Zielkarte und denke mir so, oh, das passt irgendwie. Und damit merze ich die Sachen immer mehr aus. Cool ist es irgendwie schon. Es ist total
schnell gespielt. Es dauert nicht lange. Man kann dann noch eine Runde spielen und noch eine. Wie gesagt, 4 Runden haben wir gespielt. Jeder war mal dran. Auch wenn meine Tochter das erst nicht wollte. Aber dann hat sie es doch übernommen. Und das fand ich auch ganz cool, dass man hier so ein bisschen mutig ist, auch mal derjenige zu sein, der halt die Tipps gibt. Ja, die, worum es gehen könnte. Man kann echt gechillt hier einen Keks essen, ein bisschen spielen und Spaß haben. Es ist kein anspruchsvolles Spiel, es ist jetzt auch nicht schwierig. Es ist ein schönes Familienspiel, was man einfach mal zusammen ja an den Tisch bringen kann und spielen kann. Es gibt davon viele, viele, viele Varianten und ich könnte die auch noch mischen, was auch sehr lustig ist, mit Tieren zu mischen. Mal gucken, freue ich mich. Sehr gutes Ding, ist nicht teuer, macht Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Und schreibt was in die Kommentare. Irgendwas, wenn euch irgendwas genervt hat, weil ich irgendwas total bescheuert fand. Wenn euch das gut findet, oder wenn ihr das gut findet. Oder wenn ihr sagt, Mann, das Spiel hätte ich aber jetzt nochmal ganz genau erklärt, weil mich das wirklich mega interessiert. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, ich habe noch was auf der Halde und ich müsste auch nochmal was machen, aber ich schaffe auch leider nicht immer alles vorzustellen. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, was schon mal bei euch in der näheren Auswahl ist. Vielleicht schaffe ich das ja dann auch schneller als andere Sachen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, nicht? Schönen Sonntag. Kommt ja Sonntag raus. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann, euer Tigurion.